So, YouTube, hallo, herzlich willkommen zu 10 Days to Die. Wir haben den 11. Tag, bedeutet, wir haben den 10. Tag überlebt. Es ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, es ist schon wieder ein paar Tage her, ich habe echt durchs Wochenende alles vergessen. Wo wohnten wir überhaupt? Da, oh, wir hatten da zwei Städte, das ist ja praktisch. Okay. Ist so ein bisschen ähnlich zu dem Spielstand, in dem ich in meinem Privaten weitergespielt habe. Da bin ich weiter vorangeschritten. Ich glaube, hier war irgendwo der Schatz, aber den konnten wir eh nicht looten, weil ich dafür Schloss knacken bräuchte. Von daher lassen wir das mal noch. Okay, der war schon tot. Manchmal erkenne ich die nicht so genau. Da ist er. Und ich schieße wieder daneben. In meinem privaten Spielstand schieße ich kaum daneben, nicht? Oh. Deswegen wundert mich, dass ich das hier ständig mache. Also da habe ich auch nochmal geguckt. Da habe ich die Hordenacht wunderbar überstanden. Irgendwelche anderen Angriffe abgewehrt. Na, sag mal. Ja, Sir. Oha. Irgendwo läuft hier was. Manchmal brechen die ja durch die Decke und fallen dann genau vor einen hin und sowas. Ja, was ein bisschen blöd ist, das Werkzeug ist so relativ schlecht. Das müssen wir also unbedingt verbessern. Heißt, wir müssen mehr Bücher finden. Ach du Scheiße. Gefällt mir das? Irgendwie nicht, oder? Da haben wir Bücher. Ach du Scheiße. Sowas meine ich, nicht? Die brechen dann irgendwo durch. Und manchmal genau hinter ein. Und dann krieg ich's nicht mit, hör die nicht. Und dann ist aua, aua. Auf jeden Fall läuft da irgendwo einer. Wir lernen mal die Bücher. Ja, ich habe schon so einen kleinen Plan, wie ich mein Gebäude umbauen will. Lohnt sich das? Okay, es lohnt sich nicht. Oh, der hat mir echt eingeschenkt. Uff. Das hört sich alles nicht gut an. Zum Glück sind die nicht so clever. Muss man echt aufpassen. Ja, und in meinem anderen Spielstand habe ich so ein Schockding gefunden. Das ist natürlich richtig geil. Wo brechen die denn die ganze Zeit durch? Sag mal, was ist denn das für ein Papphaus, dass ich überhaupt noch stehen kann? Meine Pfeile bitte. Dahinter steht doch bestimmt irgendwo einer. Ja.
Jetzt zerbricht doch echt alles. Ah, verschlossen. Schöner Scheiß. Verschlossen. Oh. Noch ein Buch drin. Wäre cool, wenn die einfach dann auch offen dargestellt würden, wenn man da schon dran war. Wir müssen erstmal so ein Raum, wo wir zur Not uns ein bisschen zurückziehen können. Ich vertraue der Decke nicht so ganz. Aber dann wäre schon längst was passiert. Da können wir also zur Not ein bisschen Abstand gewinnen. Oder wir springen runter. Wir wissen ja jetzt, dass wir da durchkommen. Wenn es wirklich ganz kritisch wird. Türen sind alle zu. Schön. 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 Manchmal ist ja hinter der Klappe das richtig fies dann. Oh. Wow. Der Adler. Wow, der erwischt mich immer. Wenn man den noch null hört. Okay. Ey. Mann, der war in der Hocke. Ich wundere mich immer, warum ich nicht wegrennen kann. Habe ich keine Pfeile mehr? Ich habe keine Pfeile mehr. Oh, oh. Pfeile. Das ist wirklich ungünstig. Ich glaube, ich habe die anderen zu Hause gelassen und wollte Pfeile eigentlich machen. Aua. Jetzt kriege ich hier ordentlich auf die Binse. Und du kriegst alles zurück. Du kleiner Kacker, du. Oh. Oh. Sehr schön. Das war nämlich meine Idee. Sehr gut. Dann bin ich sie erstmal los. Ah ja. Ich komme mal wieder hoch, nicht? Oh, da ist auch noch was. Ah, ich habe noch keine Wrench, nicht? Ah, die habe ich ja auch noch nicht gefunden. Da geht's ganz runter. Okay, hier ist auch keiner mehr. Nicht, dass der da noch irgendwie alles verpennt hat. Da geht's noch hoch. Da kommt auch wieder safe so ein Adler-Ding. Habe ich dich gesehen. Da, auf einmal ist er hinter mir. Wie kann der das? Ich sehe ihn da hochfliegen, auf einmal ist er da. Alles geskriptet. Jetzt haben wir ein schmerzendes Bein. Ich habe nicht mal ein Knochenmesser mit oder so eine Scheiße, nicht? Sag mal, wie bin ich denn ausgestattet? Warum bin ich überhaupt rausgegangen? Ich weiß es gar nicht mehr. Gib mir deine Federn. Kann ich wenigstens noch ein paar Pfeile machen. Wo mussten wir? Wieder runter, nicht? Wir kommen ja gar nicht durch die Türen. Müssen wir vielleicht doch unten lang. Aber Pfeile haben wir gut hergestellt gerade. Also das hat sich gelohnt. Haben wir... Trinken haben wir auch immer inzwischen genug, nicht? Trinken, dann können wir auch essen. Aber wir haben sogar noch einen Kaffee gefunden. Auch nicht schlecht. Eine Bandage. Ich benutze mal eine. Zack. Von denen haben wir, glaube ich, auch 30 oder 40 oder so. Tür ist zu stark. Ja, die Tür ist auch zu stark eigentlich. Ja, wir brauchen noch besseres Werkzeug, nicht? Wir hängen hier noch auf Level 3 rum.
Klingt auf jeden Fall, als ob die da eine fette Party unten feiern. Zum Glück ohne mich. Bin ich so der Partyfreund. Vor allem nicht so ohne Partys. Also Gehirn gefressen werden von mir, da verzichte ich sowieso drauf. Achso, okay, hier sind wir durchgekommen. Wo sind die denn dann reingefallen? Genau, die Toiletten hatten wir ja auch schon. Okay. Ich höre sie halt laufen, nicht? Ah, super. Das können wir auf jeden Fall vergessen. Och du! Was? Okay. Ja, wartet, ihr könnt Party feiern, aber die feiert ihr mal schön alleine. Sage bloß. Vielleicht kommt man durch eine dieser Türen da rein weiter. Oh, noch ein schönes Heft. Oh, ich darf nicht vergessen, hier kann ich noch nicht so viel tragen. Mir fehlt noch ein Taschenmod. Oh gut, wenn die sich da hinten gerade beschäftigen, versuchen wir es wirklich hier mal drüber. Hoffentlich keine Hunde. Wie gesagt, in meinem privaten Spielstand habe ich ein... so ein Schlagding. Ah ja, hier habe ich schon versucht durchzukommen, nicht? Okay. Spawnt hier was? Sieht gut aus, oder? Auch verschlossen. Da wäre offen. Ach, die hier. Ja, entschuldigen Sie. So weit sind wir mir nachgekommen. Na, gibt ja EP nicht. Hey. Das sieht gut aus. Ich meine, von oben dürfte ja keiner mehr kommen. Ah, schöner Mist. Hat der nicht so einen Schalter oder irgendwas? Ah. Wow. Eine Bandage, das war's. Und da kommen wir nur dahin zurück, nicht? Guten Tag, der Herr. So, das war's mit ihm. Und wir haben unsere Pfeile zurück. Ja, mehr ist in dem Gebäude nicht drin, das kann ich ja fast nicht glauben. Irgendwas müssen wir übersehen haben. Ah, hier wären wir reingekommen, nicht? Und wir brauchen, glaube ich, Stoff. Irgendwas war mit Stoff, was ich brauchte. Ah, Kleber kann man aus Stoff herstellen, nicht wahr? Ja. Ah, ne, sind alle verschlossen. Und hier auch. Ja, da bräuchten wir eine Pickaxe oder sowas. Ah. Jetzt eine 1000er-Tür aufklopfen.
Eigentlich nicht so die Lust. Vielleicht gibt es irgendwo einen Durchgang zum Krauchen. Irgendwas, was ich übersehen habe. Oder wenn man klug von oben fällt. Wahrscheinlich wird es das sein, dass wir hier durch dieses Loch da fallen müssten. Dann kommen wir nicht raus, wenn was ist, nicht? Wenn die droppen oder spawnen, dann sind wir da gefangen. Ja, das ist die Tür von dem Kontrollraum oder so. Ist mir ein bisschen risky. Kann ich mich da hochbauen? Also einfach nur als Notfall. Shit. Wo ist sie? Hallo? 16:14. Wir haben auch nicht unendlich viel Zeit. Komm ich hier? Ah, da. So. Diplom brauchen wir auch nicht. Können wir hier irgendwas schalten, walten? Nix, oder? Kein versteckter Hebel. Oh ne, jetzt habe ich den Stuhl mitgenommen. Zerlegen. Also das ist zum Beispiel auch noch ganz schlecht bei dem Spiel, nicht? Ah ja, gut. Wir können ja morgen wiederkommen. Der gute Herr kann ja so lange für uns die Tür öffnen. Manchmal sind die so laut, obwohl die irgendwo drin sind, dass man denkt, die sind hinter einem. Und dann manchmal sind die super weit weg und dann sind sie hinter, man denkt, die sind super weit weg und dann sind sie doch wirklich hinter einem. Okay, ich brauche auf jeden Fall Holz für die Nacht, damit wir ein bisschen was bauen können, nicht? Ich weiß gar nicht, wo wohnen wir überhaupt? In die Richtung? Aber ich muss mich komplett umorientieren, so ein bisschen. Da muss es irgendeinen Trick geben. Und wir haben gleich ein Level up. Was gut. Und wir müssen sehr viel, 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 viel Holz sammeln und sehr viel, viel, viel Federn. Das ist, glaube ich, jetzt mit das Wichtige. Deswegen immer beim Laufen mal so einen Baum mitnehmen. Gibt ja auch Erfahrung und dann können wir vielleicht sogar den Bergbaumeister lernen.
und dann den ein oder anderen Vorteil beim Abbau mit dazu nehmen, weil ich glaube, das ist super wichtig. Genauso Kaffee, nicht? Das ist auch gut. Ich dachte, ich kann den anderen auch noch anpieken. Hey! So. So schwer ist der gar nicht. Der sieht halt nur schlimm aus, nicht? Aber... Hey! Ich hab's genau gesehen. Du hast dich unter meinem Pfeil weggeduckt. Wo ist er? Ah, weg. Ich weiß gar nicht, hatten wir hier so viel Essen? Ich glaube, in dem Spielstand hatte ich noch nicht so viel Essen. In dem anderen habe ich irgendwie 800 Nahrung oder sowas an Ham und Eggs rumliegen. Tausende Stapel. Das ist schon echt zu viel. Wo sind denn die Häschen jetzt? Da? Der verzieht hier auch so ein bisschen. Okay, Hase Nummer 1. Oh, ich habe ja mein Messer nicht dabei. Warum eigentlich nicht? Oh, komm her. Nein, nicht verschwinden. Hey! Du kannst nicht meinen Hasen essen. Was soll denn das? Was fällt ihnen ein? Und Level up. Sehr gut. Ja, 15 Nahrung, immer besser. Hähnchen wären jetzt besser, weil wir die auseinandernehmen könnten für Federn. Wir brauchen so viel Schussmaterial. Das Gute ist, ich weiß, was mich erwartet. Beziehungsweise weiß ich nicht, was mich erwartet. In meinem privaten Spielstand fehlt noch der, die Horde-Nacht. Aber ich weiß, was ich alles sammeln muss, nicht? Das war ziemlich viel. Essen haben wir noch. Und was ganz gut ist, da habe ich mir einen schnellen Wegpunkt gesetzt, weil der wird mit Entfernung angezeigt. Dann kann ich viel besser abschätzen, ob ich da rechtzeitig noch hinkomme, nicht? Also 500 Meter, da brauche ich fast eine Stunde für. Normalerweise lasse ich die ja stehen, so ein bisschen die Bäume, aber ich habe mir gedacht, ach, was soll's. Weg mit dem Scheiß. Oh, aber viele Nester gespawnt. Das ist sehr gut. Wir hatten nämlich beim letzten Mal das Problem, dass kaum noch Nester da waren. Na, das muss man auf jeden Fall wieder reinholen. Ich glaube, ich hatte auch fast alles verschossen, oder? Nee, hier stimmt. Hier hatte ich nicht alles verschossen. Ich glaube, hier hatten wir noch einen kleinen Vorrat an Feinden übrig, so 300 oder so. Und hier hatten wir auch schon alles mit Gravel aufgewertet, nicht wahr? Stimmt, auch nicht schlecht.
Ist auch ein Vorteil. Also die nächsten Tage haben wir auf jeden Fall Zeit zum Erkunden und die Sachen zusammen. Ich guck mal, können wir eine bessere Steinaxt herstellen? Nee, immer noch 3. Also das wäre somit eigentlich das wichtigste Ziel, nicht? Da waren die Bücher eben schon recht hilfreich. Eventuell können wir mit dem Skillpunkt das auch ein bisschen positiv beeinflussen. Komm. Schön Holz. Haben wir gleich wieder 1000 auf der Tasche. Und mehr Blockschaden wäre auch gar nicht verkehrt. Wir können ja kurz hier draußen stehen, gucken. Ich glaube, hier habe ich... Oh doch, hier habe ich schon Level 3 drauf. Das ist nicht schlecht. Hier auch. Ich glaube, hier nicht. Hauptader haben wir sogar. Bergbaumeister. Schaufeln, Kettensägen oder Erdbund. Erhöht Werkzeugschaden. Ausdauerkosten werden verringert. Um 8%. Finde mehr Werkzeuge und Teile im Beute. Ich nehme es einfach. Es kann nicht verkehrt sein. Wir werden jetzt eh noch ein paar Level gut machen bis zum nächsten Mal. Hoffe ich. Ja, und im anderen Spielstand habe ich schon Schmieden. Aber die helfen mir gar nichts. Also klar, man kann irgendwelche Sachen einschmelzen, aber ich weiß gar nicht. Ich könnte bessere Pfeile vielleicht mitmachen, aber solange ich noch mit denen diese zweite Nacht durchkomme, sollte es eigentlich reichen. Und hallo Kevin! Schusswaffen hast du noch keine. Doch, wir haben schon ein paar Schusswaffen, aber ich setze sie nicht gerne ein. Ich bin mehr so der Bogentyp. Was ich gern hätte, wäre eine bessere Nahkampfwaffe. Am besten so einen Schockstab oder so. Falls ein Hund kommt oder zwei Hunde, dann kann der schon ein mächtig den Arsch retten. Oh, den hatten wir schon. Na komm, wenn wir schon Krach gemacht haben, komm das weg. Autsch. So. 1300. Ja, das geht doch jetzt schon wesentlich besser mit dem Holz sammeln. Was wir am Anfang für 1300 Holz alles sammeln mussten, nicht? Ja, beim Blutmond, ja. Waffen beim Blutmond sind so mein Fallback, nicht? Wenn der Bogen kaputt geht oder die Pfeile ausgehen sollten, dann oder irgendeine Situation eintritt, die ich handhaben muss, dann gehe ich auf die Waffen rüber. Wobei wir haben Level 1 und Level 2 Waffen gerade mal. Aber auch das Werkzeug ist in dem Spielstand einfach noch nicht gut geworden. Was ein bisschen schade ist. Ich frage mich auch, warum ich das Messer nicht mitgenommen habe. Warum ich nicht treffe. Sag mal. Ach, ich gehe mal auf das Grüne und der sitzt daneben. Oh, na, das ist ja eine dumme UI-Darstellung. Deswegen schieße ich immer daneben. Das ist nicht genau auf dem Hasen drauf, der Scheiß. Mann. Oh, 300 Meter, 20 und 39. Aber hey, wir haben volles Inventar fast. Oder wir sind sogar überlastet, nicht? Das heißt, wir haben... Oh, da können wir uns noch ein bisschen was rausholen. Eigentlich alles ganz gut gesammelt bekommen. Ich gucke nochmal. Noch mehr Tiere.
Ein Hühnchen vielleicht? Nee, ein Hase in einer anderen Richtung. Der kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Du bist bei Tag 74. Da kommt man um Schusswaffen nicht mehr drum herum. Ja gut, Tag 74 und so. Da sehen die Welten, glaube ich, alle ganz anders aus. Da wäre auch das Gebäude, was wir haben, glaube ich, unterrepräsentiert. Aber so als Rückzugsbasis, wo man zur Not hinspawnen kann oder so, falls irgendwas schief geht, ist dann ganz gut. Ich meine, auch der Standort ist nicht perfekt. Wir haben in dem Spielstand nicht ganz so viel Glück gehabt. Wir sind hier, ja, beim Dings und hier ist alles verbrannt eigentlich drumherum. Das heißt, wir sind in so einer grünen Eckenoase und da müssen wir klarkommen. So, ich würde sagen, ich laufe nach Hause und dann baue ich da ein bisschen um. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde sagen, wenn was passiert, drücke ich auf Aufnahme starten. Ansonsten am nächsten Tag, ja, bis gleich.